Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zone C. Endlich hat 2 Wochen gedauert, bis ich jetzt die Zeit finde, eine neue Folge Zone C aufzunehmen. Ja, ich bin Sebastian und wir wollen uns heute über das Einstiegsalter bei Crystal Meth unterhalten. Als ich diese Folge angekündigt habe über Instagram und die ganzen, ja, Social Media Kanäle, habe ich ja schon dieses Video Thumbnail gepostet. Larissa 12, seit 2 Jahren auf Crystal und 2 Kinder verloren. Und da haben mich ja wirklich Leute angeschrieben, weil die wirklich dachten, hier sitzt hier eine 12-Jährige, die über ihr Schicksal berichtet. So krass ist es noch nicht. Ich zerre noch keine 12-jährigen Konsumentinnen vor die Kamera, damit sie hier eine Lebensbeichte abliefern. Aber wir wollen uns auf jeden Fall über Larissa unterhalten. Ich habe Larissa selber kennengelernt. Larissa ist ein gutes Beispiel, also ein gutes Negativbeispiel, wie sehr das Einstiegsalter bei Crystal nach vorn gerutscht ist. Ich für meinen Teil hatte ja noch das Glück, eine drogenfreie Schulzeit zu haben. Also wirklich, ich habe ja 96 Abitur gemacht. Da ging es schon so ein bisschen los mit Cannabis. Also ich habe da, ich glaube, 11., 12. Klasse vielleicht ein, zweimal gekifft auf solchen, ja, legendären Gymnasiumspartys, also wo man sich halt auch mal richtig zusäuft. Aber ja, ein paar Mal gezogen am Joint war jetzt noch nicht die Welt. Wie gesagt, bei mir ging es ja wirklich kurz nach dem Abi los, also 96 Abitur gemacht. Dann Zivildienst in Weißenfels im Schuhmuseum. Auch, müsste ich auch noch eine Folge drüber machen, weil das ganz schön strange und grotesk war, im Schuhmuseum Zivildienst zu machen in Weißenfels. Aber ich bin ja wirklich ja, innerhalb eines Jahres vom Cannabis über Speed, Pillen, Koks hin zum Crystal gekommen. Das lief ja bei mir dann ziemlich fix. Das war wirklich eine Suchtkarriere im Zeitraffer. Aber um mich soll es heute gar nicht gehen. Denn wir wollen uns über das Einstiegsalter bei Crystal unterhalten, jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren. Wie gesagt, ich hatte noch das Glück, eine drogenfreie Schulzeit zu haben und auch damals, so in der Clique, in der Szene, in der ich dann abgehangen habe, nach meinem Abitur, war schon so Einstiegsalter, harte Drogen, Crystal, Koks etc. 18, 19, 20 Jahre. Das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren massiv verändert. Ein neues Phänomen, wenn wir über Crystal reden, ist das massiv nach unten gesackte Einstiegsalter bei Konsumenten und Konsumentinnen. Man muss nur die Drogenberichte, die offiziellen, lesen, wo man wirklich sieht, dass wir hier bei 14, 13, 14, 15-jährigen Erstkonsumenten angekommen sind. Und ja, ein ganz krasses Beispiel, was ich ja in meinem Leben kennenlernen durfte, das war aber schon nach meiner Sucht, war Larissa. Ich nenne sie hier Larissa, weil ihr wirklicher Name tut hier nichts zur Sache. Wie gesagt, ich habe vor ein paar Jahren ehrenamtlich auch hier im Umland in der Suchthilfe gearbeitet und habe dort Larissa kennengelernt. Larissa war zu diesem Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, 12 Jahre alt und hatte mit 12 Jahren eine 2-jährige Crystal-Karriere hinter sich und ja, hatte 2 Kinder verloren, hatte also 2 Abtreibungen schon durchleben müssen. Dieses Beispiel erzähle ich auch gerne in meinen Veranstaltungen, weil es einfach aufzeigt, wo wir stehen, wie brisant die Situation geworden ist. Und ja, natürlich sind ja die Schüler und auch Eltern, wenn ich das so erzähle, völlig schockiert. Versuche einfach dann bei den Zuhörern, bei den Gästen, bei meinen Veranstaltungen nachzufragen, was meint ihr denn, wie das dazu gekommen ist, dass Larissa mit 12 Jahren 2 Jahre kristallabhängig war und 2 Kinder verloren hatte. Gut, da gibt es die verschiedensten Vermutungen. Viele davon sind wahr und könnten noch möglich sein. Also zum einen kommt ja Prostitution aufs Tableau, also es geht in Richtung Prostitution. Viele vermuten, dass sich Larissa prostituiert hat. Das war in dem Fall nicht so, ist aber auch eine Realität. Ich habe ja selbst vor über 10 Jahren in der Nordstraße hier in Leipzig gewohnt. Das war damals der sogenannte Babystrich. Dort haben sich minderjährige Mädchen auf Suchtdruck
prostituiert, haben ihre minderjährigen Körper angeboten aus einer Notlage heraus, aus einer Suchterkrankung heraus. Und es gibt natürlich ja einen Haufen Vollidioten und Asoziale, die solche Angebote annehmen, um ihre perversen Gelüste zu befriedigen. Bei Larissa war es so, sie war nicht auf dem Babystrich, sie hat sich nicht prostituiert, geht aber in fast dieselbe Richtung. Denn Larissa kam aus einem Elternhaus, was selbst suchtkrank war, wo selbst Suchtkarrieren stattgefunden haben bei Vater und Mutter und wo es den beiden Eltern eigentlich ja scheißegal war, wo Larissa sich spät nachts herumtreibt. Also ist Larissa mit 10 Jahren ja hier in Leipzig in einen Park gegangen, in einen Stadtpark, hat sich dort rumgetrieben und ist dort auf eine junge Männergruppe getroffen von 18, 19, 20-jährigen Crystal-Konsumenten, die sie zum Konsum verführt haben. Wie wir ja schon wissen aus den anderen Folgen, Crystal wirkt immens persönlichkeitsverändernd, Crystal wirkt immens libido-steigernd, steigert massiv das Sexualverlangen, verfälscht auch deine Wahrnehmung. Ja, also man lässt sich auf Sexualpartner ein, die man im cleanen Zustand, im realen Leben niemals anschauen würde. Und bei Larissa als Kind hat Crystal so eine massive Wucht gehabt, dass ja, Larissa verfälscht auf dieser Droge in sexuelle Kontakte mit mehreren dieser Männergruppe kam. So kam es zu diesen zwei Schwangerschaften. So kam es zu diesen zwei Schwangerschaften einer 10- bzw. 11-Jährigen. Und ja, beim Gerichtsverfahren dann, ich greife es ein bisschen vor, also beim Gerichtsverfahren, dass es dann wirklich darum ging, wo die Täter befragt wurden, wie sie denn dazu stehen, was ihre Aussagen sind bezüglich dieser Straftat. Ja, also man muss ja schon auch oft in den Klassen darauf hinweisen, wenn ich als 19-Jähriger mit einer 10- oder 11-Jährigen schlafe, ist das ein Straftatbestand. Es ist sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Und aber, ja, die Jungs haben in diesem Gerichtsverfahren damals gesagt, es war doch einvernehmlich, sie wollte es doch auch. Es war ja einvernehmlicher Geschlechtsverkehr und das ist natürlich absoluter Bullshit. Ja, also das merken wir auch oft bei den ja, aktuellen Gruppenvergewaltigungen, die so passieren, wenn dann die Täter ihre Taten vorm Gericht rechtfertigen. Sie hat ja nicht Nein gesagt, sie hat sich ja nicht gewehrt. Ja, also wenn du mit einer Flasche Wodka als 14-Jähriger auf dem Bett liegst, mit irgendwelchen GABA, also Liquid Ecstasy, betäubt bist, wirst du nicht mehr Nein sagen können. Und ja, es ist ein Thema, was mich auch selbst sehr beschäftigt. Ich werde in Zukunft sowieso noch mehrere Folgen bezüglich Gewalt gegen Frauen machen. Hab da schon eine gewisse Vorstellung. Also, ja, beim Gerichtsverfahren, die Jungs sagten, es war doch einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Larissa wollte das auch. Absoluter Bullshit. Es fand hier ein schwerster sexueller Missbrauch statt. Also, so dass ein Kind, ein minderjähriges Kind, zweimal schwanger wurde und mit 12 Jahren bereits 2 Kinder verloren hat. Was das für eine Frau bedeutet, was das für ein Mädchen, für ein Kind bedeutet, könnt ihr sicherlich erahnen. Jeder Verlust eines Kindes für eine Frau ist ein Trauma, was ein Leben lang ja, eine Frau begleiten wird. Und was das für massive Auswirkungen auf Larissas Leben, ihre Psyche hat, kann man wirklich nur abschätzen. Botschaft dieser Folge ist, wir haben es heute mit Kindern zu tun, die härteste Drogen konsumieren. Wir haben es mit Kindern zu tun, die mit 10, 11, 12 Jahren auf Gangbang-Partys voll auf Crystal durchgereicht werden. Sowieso ist ja die sexuelle Entwicklung, die sexuelle Prägung der heutigen Jugend, ein ganz interessantes Thema mit diesen allzeit verfügbaren Pornos, die es im Internet gibt. Also mit einem Klick ist man ja ungefiltert bei den größten Schweinereien. Und wäre auch fast eine Folge wert, mal sich zu unterhalten, wie beeinflusst diese Pornokultur, die ja in unserer westlichen Gesellschaft zelebriert wird, wie beeinflusst dass die sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden wäre ein ganz interessantes Thema. Ich denke, ja, es gibt da
keine gute Entwicklung. Es gibt dann einfach wirklich Vorstellungen, dass 13, 14-jährige Jungs beim ersten Date denken, die Alte müsste mir jetzt mal blasen oder wie auch immer, was sie da im Internet gesehen haben. Also das ist eine ganz schräge Entwicklung, wo Zärtlichkeiten, wo Facetten, wo Liebe zerschlagen wird. Und wir wissen ja, auf Christel gibt es keine Liebe. Auf Christel werden die Facetten, wird die Zärtlichkeit, wird das Vertrauen zerschlagen. Und gerade Frauen werden auf dieser Droge wirklich massiv missbraucht und erleben da auch schwerste Traumata. Weil, wie gesagt, Christel enthemmt. Christel lässt Sexualpraktiken zu, die ja nicht normal sind, die schon ins Perverse gehen. Und wie gesagt, wir werden ja noch selber eine Folge machen, also beziehungsweise ich eine Folge bezüglich meines Christelkonsums und meines Sexuallebens zur damaligen Zeit machen. Ist eine Wahnsinnsgeschichte, da werde ich mich auf einfach nochmal ordnen müssen. Aber ich wollte mit diesem kurzen Video euch von Larissa erzählen. Von Larissa, die mit 12 Jahren bereits 2 Kinder verloren hatte und seit 2 Jahren auf Christel war. Wie es Larissa heute geht, weiß ich nicht. Wie es Larissa heute geht, ob sie den Absprung geschafft hat, wie sie diese 2 Verluste der Kinder verkraftet hat, keine Ahnung. Hab sie da auch aus den Augen verloren. Es war einfach ein Fall, der mir sehr nahe gegangen ist und der mir auch gezeigt hat, dass die Entwicklung von meiner Suchtkarriere, also in dem Alter, wo ich eingestiegen bin, das war ja Ende der 90er, dann 10 Jahre später, so Mitte 2000er, sich die Situation ja gravierend verschärft hat. Einfach auch, weil Christel ja wirklich jahrzehntelang hier unterm Radar gelaufen ist. Ja? Und Christel bzw. Crystal Meth Missbrauch findet immer noch heute nicht die Beachtung, die mediale und politische Beachtung, die es eigentlich bräuchte. Okay, hey, ich hoffe, ihr denkt an Larissa. Ich hoffe, ihr schickt ihr unbekannterweise ein paar positive Gedanken. Wir hoffen alle, ihr geht's gut. Wir hoffen alle, sie hat dieses Trauma irgendwie überwunden, aber es gibt viele Kids, 10, 11, 12, 13 Jahre, die ins Christel einsteigen in der heutigen Zeit und die unsichtbar sind, weil Christelsucht lässt sich gut verstecken und Christelsucht passt doch leider zu unserer Leistungsgesellschaft. Alright, das war's heute mit einer ziemlich knappen, knapp 13 Minuten, sehe ich gerade, knappen Folge Zone C. Wir werden weitergehen, wir werden uns über Sex auf Christel unterhalten, wir werden dann in Zukunft mehr und mehr in mein Leben einsteigen, mehr und mehr meine Zeiten Weißenfels beleuchten, vielleicht auch wirklich chronologisch meine Kindheit, meine Jugend durchgehen, um begreifbar zu machen, wie kam es dazu, wie kam es zu dieser jahrzehntelangen Sucht, die ich durchlebt habe. Und irgendwann werden wir uns auch über den Ausstieg unterhalten. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch, dass ihr sauber bleibt und lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.